Sowohl Rapid als auch die Austria träumen wieder mal von nationalen Titeln. Sie wollen sich sportlich weiterentwickeln und versinken aktuell nicht in der Bedeutungslosigkeit, aber verschaffen sich immer wieder Probleme durch dubiose Personalentscheidungen. Wie es bei den beiden Traditionsvereinen weitergeht, das steht natürlich in den Sternen. Aber Peter Stöger und Michi Konsl versuchen jetzt vielleicht ihre Perspektive zu schildern. Zunächst mal danke fürs Kommen hier ins Studio. Gerne. Peter, starten wir vielleicht bei der Austria, weil es vielleicht ein bisschen aktueller ist. Auch unser Krone-Redakteur Peter Glöbel hat gestern mit einem Artikel für Aufsehen gesorgt. Man sieht, die Austria spricht wenig nach außen. Man hat nicht wirklich einen Einblick, was vielleicht jetzt auch passieren wird. Dann die Entlassung von Manfred Schmidt, dann dieser jugendliche Weg, der verfolgt wurde und auch die Spielphilosophie, die in Zukunft vielleicht ein bisschen angepasst werden kann. Also viele Fragen, die ich dir jetzt mehr oder weniger auf einmal stelle. Was hast du für einen aktuellen Eindruck, wie es bei der Austria intern aussehen könnte? Ich bin nicht so nah dran, alles in allem, aber ich glaube, ich habe auch schon hier mal gesagt, dass ich auch überrascht war, dass man quasi zu dem Zeitpunkt jetzt eine Trennung mit dem Manfred Schmidt macht. Aber es ist, glaube ich, wie in vielen Bereichen halt so, dass es eine Frage der Kommunikation ist. Das ist zumindest meine Einschätzung. Man spricht ja auch davon, dass die Kommunikation, es spricht niemand nach außen, mit wem auch immer, wenn man was erklärt. Und ich habe auch das Gefühl, dass nach innen jetzt nicht so ganz klar kommuniziert wurde, wo möchte man hin, ist zumindest meine Einschätzung. Wie möchte man dorthin, was ist die klassische Zielsetzung? Ist es für beide in irgendeiner Form von der Einschätzung her erreichbar oder ist es für einen zu wenig, für den anderen zu viel? Es wird vieles, glaube ich, durchgemischt, aber es ist halt zu den bestehenden finanziellen Problemen von Austria ist es halt eine neue Baustelle, die man jetzt dann halt hat und man muss halt jetzt dann schauen, dass man eine richtige Entscheidung halt in irgendeiner Form trifft. Michi, Manfred Schmidt wird jetzt auch so nach außen hin teilweise als Sündenbock dargestellt und auch die sportlichen Misserfolge, wenn man überhaupt so möchte, in der Hinrunde waren teilweise ausschlaggebend, dass er jetzt auch gehen musste, sprich das Achtelfinal-Cup aus gegen den Wiener Sportclub in der Liga, wo man Siebter ist nach Verlustpunkten, die man am Anfang kassiert hat, wäre man Sechster und auch in der Conference League ist man dann sang- und klanglos ausgeschieden. Wie betrachtest du die Situation von außen rein sportlich gesehen? Noch weniger Einblick, klarerweise, aber sehr überrascht in Wahrheit. Für mich hat er gute Arbeit geleistet. Sicher sind diese Erfolge, die du jetzt, oder Misserfolge, sind Fakt. Das muss man auch berücksichtigen, ganz klar. Aber es ist aus meiner Sicht, wäre es nicht notwendig gewesen. Aber wir haben da überhaupt keinen Einblick. Und wie schon gesagt worden ist, nach außen gibt es ja auch da sehr wenig. Was ich ganz schlecht finde, dass man jetzt das so aufrollt und alles nur dem Trainer Schmidt umhängt. Ja, das ist Vergangenheit, man sollte sich eher auf die Zukunft konzentrieren. Das ist das Wichtigste im Sport. Im Spitzensport geht es nicht darum, was jetzt war und was alles schlecht war und wer schuld daran ist. Ja. Es gibt ja auch Verantwortliche, die den Schmidt zum Trainer gemacht haben. Ja. Also das ist immer ganz schwierig für mich, dann immer einen Sündenbock zu suchen, noch dazu denjenigen, der sich sehr bemüht hat und eigentlich für mich jetzt ganz gute Arbeit geleistet hat. Ja. Vielleicht hätte er mehr Zeit braucht, andere Spieler, das ist ja eine Frage des Spielermaterials auch, aber bei dem Schuldenstand, den die Austria hat, wird man sich nicht sehr viele Spieler leisten können. Wie sie es jetzt bewerkstelligen, ob das dann sich jetzt alles dreht, ich weiß es nicht, gibt es schon Investoren, die das vielleicht, dieses große Loch stopfen und dass man dann Spieler her zaubert, ich weiß es nicht. Ohne Spielermaterial wird das nicht funktionieren. Entscheidend ist immer der sportliche Erfolg. Und das, glaube ich, ist bei beiden Vereinen, kommt das immer ein bisschen zu kurz. Speziell bei Rapid. Es haben sich jetzt so viele geäußert, wenn wir bei der Austria bleiben jetzt einmal, was nicht alles schlecht war. Ob das jetzt besser wird, das ist ja auch noch nicht einmal gesagt, wer jetzt vielleicht Trainer werden kann, was das für ein Trainertyp sein soll, wo geht man hin, welche Richtung. Also keine einfache Situation in Summe, ja, weil jetzt, glaube ich, muss man auch Farbe bekennen und man muss ja auch die richtigen Entscheidungen treffen, dass auch, auch die Fans damit können, ja, weil das ist auch kein unwichtiger Bestandteil eines Vereins, dass die Fans auch mitziehen und an einem Strang ziehen und nur so gemeinsam kann man erfolgreich sein.
Peter, dieser eingeschlagene Weg, den du teilweise auch mit begleitet hast in deiner Zeit bei der Wiener Austria, hat dafür gesorgt, dass, glaube ich, auch die Fans wieder näher zur Mannschaft herangerückt sind. Stichwort Zuschauerzahlen, die nach oben gegangen sind. Das Interesse gegenüber der Austria ist wieder gestiegen. Was wäre dein Rezept, dein Vorschlag, wie man die Austria vielleicht auch wieder in ruhigere Fahrwasser bringen könnte und diese ganz normal herrschende Community wieder herstellen kann? Das ist schwer zu sagen. Also in der Zeit, als ich dort war, hat es noch keine Investoren gegeben. Das heißt, die Lücke war noch größer. Deswegen war für uns auch klar, deswegen haben wir die Diskussionen mit Chris Ilzer gehabt, der da natürlich auch keine Möglichkeit gesehen hat, den Kader für seine Ansprüche so weiterzuentwickeln. Habe ich auch volles Verständnis in irgendeiner Form dafür gehabt. Der hat seine Idee gehabt und die war nicht kompatibel mit dem, was wir an Spielern da gehabt haben. Der hat sich das auch anders vorgestellt. Und für uns war dann auch klar, dass wir die Jungen sowieso forcieren wollen, aber in dem Fall wirklich auch müssen. Und deswegen hat es eine große Gruppe an sehr, sehr jungen Spielern gegeben und die haben sich dann halt von Jahr zu Jahr mit den Erfahrungen halt weiterentwickelt. Und ich glaube, dass man es zumindest geschafft hat, in der Fanbase, in der Community, den Leuten schon klarzumachen, dass die allergrößten Erfolge in den nächsten Jahren sehr, 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 sehr schwer umsetzbar sind und dass man heute jetzt zumindest eine Situation hat, wo man mit einem Match, sage ich jetzt dann einmal, gegen auch eine in der Kritik stehende Rapid und mit Mannschaften wie WSG und Klagenfurt, es wird akzeptiert, dass man sich da matcht um Platz 6 von mir aus jetzt einmal in erster Linie. Das war früher so nicht der Fall. Also das war auch zu der Zeit, als ich noch hingekommen bin, mir war klar, dass man nach vorne attackieren muss, ohne zu wissen, fantechnisch, was denn am Ende des Tages überhaupt möglich ist. Und jetzt hat man das zur Kenntnis genommen, dass es schwieriger ist, kleinere Brötchen zu backen. Und jetzt ist man mit den Leistungen schon einverstanden, dass dieser Weg so begangen wird. Und deswegen ist es halt für die Fans unverständlich. Vor ein paar Jahren wäre das eine Situation gewesen, wenn man Sechster oder Siebter ist, dass alles in diesem Verein hinterfragt worden wäre. Und das hat man zumindest geschafft, dass die Community da ist, dass die Zuschauer kommen, was erfreulich ist, den Weg mitbegleiten, dass die Mitglieder in enormem Maß dazugewonnen wurden. Und das wird halt jetzt dann quasi alles hinterfragt. Dann wechseln wir gleich zum anderen Traditionsverein in Wien. Rapid hat sich jetzt auch an der Spitze rund um Präsident Alexander Vrabec neu aufgestellt. Zoki Barisic ist jetzt nicht mehr Sportdirektor, sondern Trainer und Sportdirektor. Da wird jetzt vielleicht ein neuer Sportdirektor im Hintergrund installiert. Wir wissen auch ganz genau, die vergangenen Erfolge als Trainer geben Zoki Barisic auch das Recht, jetzt mit dem Spielermaterial was anzufangen, das er sich selber ausgesucht hat. Wie siehst du denn die Zukunft jetzt im nächsten halben Jahr rund um Rapid bestellt? Kann er die Mannschaft wieder dorthin führen, wo sie hingehört? Generell, Rapid, schwieriges Thema. Die letzten Jahre, man sehnt sich nach Erfolg. Ja. Wir alle, Fans sowieso, sind die besten Österreichs auf jeden Fall, wenn nicht überhaupt der Welt. Aber ja, es wurde immer vergessen auf das Sportliche in Wahrheit. Ja. Es gibt rundherum, hat man sehr viel versucht, aber das Sportliche ist immer irgendwie so in den Hintergrund gerückt, was einfach nicht zielführend ist. Ja. Du musst einfach, es gehört weder die Austria dorthin noch Rapid, wo sie stehen, und die Ansprüche sind ganz anders aus meiner Sicht. Und man muss hungrig sein, man muss einfach alles dafür tun, und das hat jeder versprochen, egal wer jetzt in den letzten Jahren Präsident war und wer das Präsidium war. Es wurde immer sehr viel versprochen und in Wahrheit ist es immer nur schlechter geworden. Ja. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Es gibt einen sehr motivierten Präsidenten jetzt, es gibt Präsidium. Man weiß aber noch gar nicht genau, in welche Richtung geht es. Du hast gesagt, das Sportdirektor und Trainer ist, glaube ich, eine ganz schwierige Aufgabe. Zoki hat jetzt sicher eine ganz schwierige Aufgabe. Wie du gesagt hast, er hat eigentlich die Spieler geholt. Die haben nicht so performt, wie er sich das vorgestellt hat, wie sich der ganze Verein das vorgestellt hat. Und ob er den Kahn jetzt drehen kann mit dem Spielermaterial, hat bisher nicht funktioniert. Ob das nur an den Trainer liegt, ist immer die Frage. Ja. Das kann er aber jetzt beweisen, muss auch beweisen. Ich glaube, er hat sich damit sehr unter Druck gesetzt. Und was Hoffmann jetzt seine Rolle sein wird, ob er die Sportdirektor-Funktion übernimmt oder nicht, das wäre gut, wenn man das einmal klar ausspricht, wer die Verantwortung hat, weil das ist auch ganz wichtig. Es muss einfach Verantwortliche geben, um dann letztendlich auch unterm Strich Erfolge einfahren zu können. Ja, also
ist noch sehr spannend, was sich da tut und was sich bewegt. Die Ankündigungen sind sehr vielversprechend, wenn man noch einige Millionen flüssig macht für den sportlichen Bereich, was ja der Präsident angekündigt hat, ist zumindest einmal eine Aussage, die weiterbringen kann, weil ohne Geld wird man auch keine Verstärkungen holen können. Also die wird es auch brauchen, um dorthin zu kommen, was sich jeder von Rapid erwartet. Ja, es kann jetzt, man muss einfach die zweite Macht werden in Österreich. Das ist aus meiner Sicht eine Verpflichtung, die man hat, dem man aber schon sehr lange nachläuft. Und die anderen, die Konkurrenz, die schläft ja nicht. Ja, bei Sturm Graz ist ja, die haben sie gezeigt, wie es auch funktionieren kann. Aber trotzdem glaube ich, dass Rapid da ganz nach oben gehört und einfach der erste Jäger von Salzburg und vielleicht auch das Ziel muss sein, ganz oben zu stehen. Ja. Und auch wenn es ein Ziel ist, was sehr weit weg ist, aber ich glaube, man muss sich die Ziele so setzen, aus meiner Sicht. So gebare sich, muss man Peter wahrscheinlich jetzt auch mal arbeiten lassen, um zu sehen, ob das Ganze schnell Früchte trägt und ob er in seiner Trainerfunktion die Mannschaft auch erreicht. Vor wenigen Tagen haben wir aber auch einen prominenten Vater in den Schlagzeilen gesehen mit Bernd Querfeld vom Café Landmann, der gleichzeitig der Vater eines Spielers von Rapid ist. Wie siehst du denn die Situation, wenn sich da quasi ein prominenter Elternteil auch in die Philosophie oder in die Art und Weise, wie Rapid funktionieren sollte, einmischt? Finde ich nicht gut. Also ich schätze ihn sehr. Ich schätze auch seinen Kaffee außergewöhnlich. Bin sehr gerne dort. Und auch der Junge ist in Ordnung. Aber das kann man sich sparen, muss man ganz einfach sagen. Also solche Sachen, wenn es überhaupt in irgendeiner Richtung geht, dann möglicherweise hat man das intern einmal anzusprechen oder sonst irgendwas nach außen. Es gibt in so einer Geschichte, wenn sowas nach außen dringt, für so einen jungen Spieler, für so einen renommierten Unternehmer und für den Verein, ich sehe keine Gewinner. Und wenn ich keine Gewinner sehe, dann frage ich mich, warum. Und dann sage ich, das war unnötig. Und auf der anderen Seite muss man sagen, klar, man war mit der Performance von Rapid und mit dem ganzen Rundherum nicht einverstanden. Es ist dann der Klassiker, die 3-Euro-Phrase, das schwächste Glied mit dem Trainer quasi entfernt worden. Die Kritik war da, dass der Sportdirektor, Geschäftsführer Sport, Zocki den Kader zusammengestellt hat und vielleicht der gar nicht gut genug ist. Normalerweise gehst du her und sagst, alles weg, alles wird ausgetauscht. Ich finde es super, dass er eine Möglichkeit bekommt, weil man weiß ja bei ihm, dass er eigentlich gelernter Trainer ist, oder hat er das schon bewiesen, dass er die Möglichkeit bekommt, den Kader, den er mit dem, davon gehe ich aus, mit dem Ferdinand Feldhofer zusammengestellt hat, dass er zeigen kann, dass möglicherweise mehr Trainer ist. Das finde ich super, das ist ein guter Zugang. Ich bin bei Michi. Irgendwann wird dann die Frage sein, braucht man Sportdirektor oder reicht diese Doppelfunktion mit der Unterstützung von Steffen Hoffmann? Ist das genug für den Club? Dann ist es wahrscheinlich auch okay, aber es muss abgesprochen werden. Es geht um die Kompetenzen in dem Fall. Das ist dann immer die Frage, in welche Richtung geht es? Und dann muss man schauen, was kommt. Ich habe auch das Gefühl, jetzt nicht, dass der Zocki diesen Sportdirektor nicht, die Position nicht konnte von der Qualifikation, aber ich habe das Gefühl, dass er auf dem Trainingsplatz und als Trainer für sich selber viel lieber steht, als er das als andere gemacht hat. Das ist nur meine Einschätzung. Und ich glaube, dass er das auch richtig gut kann. Das hat er bewiesen. Ich glaube, dass er das hinkriegen kann. Abschließend, Michi, wenn er schon dieses Sportliche anspricht, wo vielleicht Zocki Barisic auch besser aufgehoben wäre, um mit den Spielern direkt zusammenzuarbeiten, wie siehst du denn auch das Spielermaterial von Rapid? Ein Maxi Hoffmann, der vielleicht jetzt auch nicht der klassische Führungsspieler und Kapitän der Grün-Weißen ist, ein Guido Burgstaller, der vielleicht jetzt auch schon im Spätherbst seiner Karriere ist und immer so zündet wie vor 2-3 Jahren. Auf der anderen Seite hat man dann auch wieder Transfers getätigt wie ein Marco Krüll, der sich in dieser Saison auch etwas launischer zeigt als in der Vorsaison. Hat man da vielleicht auch manchmal klassisch ins Klo gegriffen? Du kannst alles hinterfragen, ganz klar. Und wenn das sportlich einfach nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, dann hat man wahrscheinlich auf die falschen Spieler gesetzt. Ja. Wichtig ist es immer, glaube ich, für den Verantwortlichen, sage ich jetzt einmal, ich weiß nicht, wer es eben ist bei Rapid, das ist immer schwierig. Es war der Zocki Barisic als Sportdirektor, dass man die richtigen Charaktere findet, die einfach zu Rapid passen, ja, und da gibt es ja was vom Hintergrund her, nur hat man das nicht immer gesehen. Ja, und da muss man wieder hin, diese Philosophie von Rapid, das muss klar erkennbar sein, das muss von ganz oben aber gelebt werden. Das muss gelebt werden von oben bis unten, weil die Fans zeigen es vor, wie es geht. Und die Tradition zeigt es vor. Nur immer nur sagen,
zurückzuschauen und auf die Tradition, was man nicht alles erreicht hat, das ist schon langsam ein bisschen wenig. Das wird unglaubwürdig. Und da muss man ansetzen. Und das geht, ja, das haben ja schon andere, ich würde die Vereine gar nicht in den Mund nehmen, das haben schon Vereine gezeigt, wie es funktioniert, dass eine Philosophie da ist, die funktioniert von oben bis unten durchgängig und alle glauben daran und alle ziehen wirklich an einen Strang. Und das ist aber das große Problem von Rapid immer gewesen, dass nicht alle an einen Strang sind, sondern da gibt es so viele Einflüsse von allen Einflüsterern, wer nicht besser ist und wer nicht alles gut kann. Und letztendlich, was schaut dabei raus? Unterm Strich sportlich im Niemandsland, ja, für Rapid in Wahrheit. Jetzt muss man natürlich dem neuen Präsidium, neuen Präsidenten wieder eine neue Chance geben, ob das nicht wieder nur leere Phrasen sind und Luftblasen, sondern vielleicht bewegt sich wirklich was, ob es jetzt die richtigen Spieler sind. Bis jetzt haben sie es nicht gezeigt. Ich glaube, dass da schon eine Qualität da ist. Es kommt aber immer auf kleine Rädchen, das war der Peter am allerbesten als Trainer. Da änderst du vielleicht eine kleine Positionsänderung oder vielleicht den Stil anders ausrichten. Von der Taktik her schon kann das komplett anders laufen. Ja. Also ich bin nicht einer, der sofort sagt, na, alles ist schlecht bei den Spielern. Ja. Man hat dann nur schlechte Spieler gekauft, weil die wollen ja auch erfolgreich sein. Nur vielleicht fällt da das Radl, vielleicht ist der Zocke derjenige, der das herauskitzeln kann. Aber er muss beweisen. Er hat, jetzt muss er Farbe bekennen, muss er Verantwortung zeigen. Und ob er es kann oder nicht und ob das Material, das dann letztendlich kann, was er ausgesucht hat, er hat das Vertrauen in diese Spieler gesetzt. Er erwartet sich natürlich jetzt das, was zurückkommt. Mhm. Und vielleicht ist das die Riesenchance. Ja? Möglicherweise. Man hat ja jetzt Zeit gehabt, man hat noch Zeit, relativ lang, diese Mannschaft wieder so hinzutrimmen, dass sie auch erfolgreich sein kann. Mhm. Wie man so schön sagt, die Zukunft wird es weisen. Peter, Michi, besten Dank für eure Einschätzungen. Und für Sie, liebe Zuschauer, bedeutet das über das Wochenende auf krone.at das Geschehen rund um die Wiener Vereine mitverfolgen. Zu Beginn der nächsten Woche werden wir auch Manfred Schmidt hier ins Studio einladen, um auch seine Sicht und seine Perspektive darstellen zu können. Bis zum nächsten Mal. Boom, 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 boom.